Servus, hier ist wieder eure Franzi Bauer und wir legen uns heute auf die Lauer, um einen ganz seltenen Himalaya-Bewohner zu beobachten. Wer die Strapazen einer anspruchsvollen Wanderung in die Bergwälder des gigantischen Himalaya-Gebirges auf sich nimmt, kann mit viel Glück die feuerroten Plüschkugeln in der Natur beobachten. Gemeint sind die roten Pandas. Einst vom Zoologen Cuvier als das schönste Säugetier auf Erden beschrieben, ist der rote Panda auch einer meiner persönlichen Lieblinge in Hellerbrunn. Und wenn man ehrlich ist, hier im Tierpark ist es doch auch etwas gemütlicher als auf einer Kletterexkursion in Asien. Dort nennt er die Urwälder von Bhutan, Nepal, China, Indien und Myanmar sein Zuhause. Mit dem großen schwarz-weißen Panda, der das Logo einer berühmten Naturschutzorganisation ziert, sind die roten Pandas übrigens nicht verwandt. Das Einzige, was die beiden verbindet, ist ihre Leidenschaft für Bambus. Panda hat sich aus dem nepalesischen Ponya abgeleitet, zu Deutsch Bambusfresser. Sie werden auch als kleiner Panda, Katzenbär oder Feuerfuchs bezeichnet. Rote Pandas sind dämmerungsaktiv und verbringen die meiste Zeit schlafend, da der Bambus nicht gerade ein Powerriegel ist. Auch wenn die gemütlichen Raubtiere davon bis zu 1,5 Kilogramm am Tag verdrücken. Wie halten die Pandas eigentlich die eisigen Temperaturen im Himalaya aus? Die Antwort heißt Zwiebellook. Die äußere Schicht bildet das feuerrote, glatte Deckhaar, das wunderbar wasserabweisend wirkt. Die untere Schicht besteht aus einer dichten grauen Unterwolle, die durch ihre Kräusel Luftpösterchen einschließt und so, wie bei einer Thermoskanne, wärmend isoliert. Hoch oben in der Baumkrone sitzt Panda-Bär Justin. Wie bei den meist solitär lebenden Tieren üblich, sind die Männchen an der Aufzucht ihres Nachwuchses eher unbeteiligt. Wer es noch nicht weiß, Mitte Juli gab es hier im Tierpark Hellerbrunn zum dritten Mal Nachwuchs. Und zwar dem putzigen Uli. Und da ist er ja, der Striezi. Mittlerweile ist Uli schon groß genug, die Welt außerhalb der Wurfhöhle zu erkunden. Mei, sie wachsen ja so schnell. Pandamamas sind übrigens keine der Sorte Helikoptermutter. Statt ihre Racker nonstop zu bemuttern, vertrauen sie auf deren angeborene Kletterkünste. Mama Mio ist dennoch fürsorglich und hat immer Zeit für ausgiebige Pflege- und Kuscheleinheiten. Gefördert durch ein internationales Zuchtbuch hat der Zoobestand der roten Pandas über die Jahre übrigens deutlich zugenommen. Auch der Tierpark Hellerbrunn nimmt erfolgreich am europäischen Erhaltungszuchtprogramm, kurz EEP, teil. In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gibt es dennoch nicht einmal mehr 10.000 ihrer Art. Von der Weltnaturschutzunion IUCN wird der rote Panda daher auch als stark gefährdet gelistet. Die größte Bedrohung ist der Lebensraumverlust durch Holzeinschlag und Rinderhaltung in Bambuswäldern. Aber auch die Wilderei auf das schöne Fell ist eine große Gefahr. Umso wichtiger ist somit der strenge Schutz dieser einzigartigen Spezies. Denn der rote Panda steht als Botschafter eines fragilen Lebensraums, der auch mehr als 500 Millionen Menschen beheimatet. Er ist ein Indikator für eine intakte Umwelt, denn wo der rote Panda lebt, findet man gesunde Wälder, sauberes Trinkwasser und funktionierende Ökosysteme. Übrigens unterstützt der Tierpark Hellerbrunn das Red Panda Network, welches sich für den Schutz wildlebender roter Pandas einsetzt. Bis zum nächsten Mal bei Hellerbrunn für zu Hause. Thank you.